Landwirt Praxistest. Kleine Motormäher mit hydrostatischem Fahrantrieb liegen voll im Trend. In diesem heiß umkämpften Segment trumpft Köppel jetzt mit einer neuen Maschine auf, dem Atra. Ein leichter Hydromäher mit hohem Bedienkomfort. Wir haben das kompakte Kraftpaket ausgiebig getestet. Köppel ist bekannt für sein breites Sortiment an Zusatzgeräten. Damit ist der Atra auch mehr als nur ein Motormäher. Er ist ein Geräteträger, ein echtes Multitalent. Gestartet wird per Seilzug. Gut 9 PS soll der luftgekühlte Einzylinder von Subaru Robin leisten. Für den 1,93 Meter breiten Fingermähbalken absolut ausreichend. Der Motor arbeitet sehr zuverlässig. Bei unseren Einsätzen sprang er immer auf Anhieb leicht an. Auch am Steilhang hat uns der Vergaser keine Probleme gemacht. Eine massive Unterbodenkonstruktion schützt Motor, Getriebe und Achsen. Gute Noten gibt es für den hydrostatischen Fahrantrieb. Damit fährt der Atra stufenlos ohne Kraftunterbrechung. Die Geschwindigkeit lässt sich mit einem Drehgriff am rechten Holm feinfühlig regeln. Abhängig von der Drehrichtung fährt der Mäher vorwärts oder rückwärts. In Neutralstellung bleibt die Maschine sicher stehen. Das ist ein großer Sicherheitsvorteil, vor allem am Steilhang. Die Grundmaschine ohne Mähwerk und Räder wiegt rund 130 Kilogramm. Der niedrige Schwerpunkt und die gute Gewichtsverteilung erleichtern die Arbeit am Hang. Unsere Testmaschine war mit vierreihigen Stachelwalzen ausgestattet. Sie sorgen für sicheren Vortrieb in jedem Gelände. Alternativ bietet der Hersteller verschieden breite Gummiräder, zusätzliche Gitterräder oder die sogenannten Hill Spikes an, die über den Reifen gezogen werden. Der Holm lässt sich stufenlos in der Höhe verstellen. Gelenkt wird über die Radmotoren. Je nachdem, wie stark man den jeweiligen Bremshebel zieht, wird die Geschwindigkeit des entsprechenden Rades reduziert. Bei Geradeausfahrt ist eine hydraulische Differentialsperre aktiv. Zieht man einen der beiden Lenkhebel ganz an, drehen sich die Räder gegenläufig. Mit dieser Turnaround-Funktion wendet der Mäher auf der Stelle, ohne die Grasnarbe zu beschädigen. Zieht man beide Hebel gleichzeitig bis zum Anschlag, fährt der Atra rückwärts. Am rechten Holmgriff schaltet man die mechanische Zapfwelle ein. Fahr- und Geräteantrieb werden aber erst kraftschlüssig, wenn man den kombinierten Kupplungs- und Totmannschalter nach unten drückt. Die Arbeitsgeräte lassen sich schnell und einfach wechseln. Das ist gut, denn davon gibt es jede Menge. Neben dem Mähbalken stellte uns Köppel einen kleinen Schlegelmulcher und einen Bandrechen zur Verfügung. Dieses Leichtgewicht passt perfekt zum Atra. Die Räder sind nachlaufgelenkt, sodass man beide Hände am Holm lassen kann. Bei großen Futtermengen kommt das Anbaugerät aber an seine Grenzen. Hier ist der Alpine Rake die bessere Wahl. Auch diesen speziellen Bergrechen konnten wir mit dem Atra einsetzen. Er leistet gute Arbeit, bringt den kleinen Mäher aber ordentlich ins Schwitzen. Positiv überrascht waren wir beim Blick in die Preisliste. Für die von uns getestete Maschine mit Mähbalken und Reservemesser verlangt Köppel gut 14.600 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Unserer Meinung nach ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Den ausführlichen Testbericht mit allen Ergebnissen findet ihr in der Landwirt-Ausgabe 10/2015.